30%, dass du mich schlägst. Ja, zu 30%, du kommst. Ich hab davor stand 1% auf 2, also. Ich ja. Not a new amount of some people living their life in bottles. When did he have the golden flask? Back to every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill. Ne, überleg mal, ich hätte jetzt nur noch den Nacheffer gehabt und dann die ganzen Karten okay, hier zum ich Verstärken. Okay, ich nehme Papier, okay? Du nimmst Stein. Ich nehme Stein und du Papier, okay. Ja. Bitteschön. Ich habe überhaupt nicht gerade nachgedacht, ob er gewinnen würde. Das ist klassische Psychologie, also ich, da habe ich mir alles... Oh! Also... ja, okay. Okay, damit begrüße ich euch zu einem neuen Paar. Ey, das war gerade irgendwie... Was war jetzt bei dir los? Ja, also, nichts. Weil ich jetzt weiß, dass du die 30% nutzen wirst, wo du mich schlagen wirst. Ich weiß doch nicht mal, wie das Ding, was hier überhaupt drin ist an Karten. Ja, Empfängermonster. ja, und geil. Niemand außer ich darf eigentlich Empfängermonster haben, sonst ist es unfair. Ja, tut mir leid, ich hätte ja auch mal ein Exodia-Deck nehmen können, aber lass mal. Ja, könntest du machen, ich würde dich trotzdem ficken. Ey, da würde ich so lachen. Ich hab schon im Livestream gesagt, es müsste so weit kommen, dass du einfach mal die erste Runde, Exodia-Deck, ja, okay. Ja? Erste Runde... das wäre schon geil. Überleg mal, erste Runde hast erstmal Stein, Papier, Schere gewonnen und dann geht's weiter. Gezogen, Exodia, gewonnen! Alter, das wäre so idiot, also so richtig. Das wäre so ein easy 3 gegen dich. Ja, zweimal Flamm-Ipatschi. Bei dir geht's auch nie besser voran, oder? Nee, ich hab's, Oh, du hast dein Fängermonster! Okay. Okay, das wird auch okay. Scheiße. Ich weiß noch nie mal, was ich hier für Empfängerkarten habe. Was das ist ein Empfängermonster. Wenn es doch irgendein anderes Monster legst, kannst du es kombinieren. Ja, aber ich war. Ach du Scheiße, was. Ja, leg jetzt irgendein Monster. Ja, okay, ich lege es. Warte mal, ich bin noch nie bescheuert mit dieser Karte, oder? Ja, irgendein Monster hinlegen. Aber nicht opfern. Ja, und jetzt drück auf deine Fusionskarten. Setz gleich was. Ja, ja. Spezial. Oh, ist das geil. Oh, sieht das schön aus. Beschwören. Was? Achso, ich muss auf den Friedhof jetzt schicken. Ah, okay. Scheiße! Das wollte ich nicht. Nein, ich will das nicht. Komm, mach jetzt. Du musst draufdrücken und dann auf okay. Oh, es tut weh. Was? Mach jetzt. Jetzt hör auf, jetzt. Achso, okay. Nee, gut, ich habe das gerade nicht kapiert. Ich dachte, von meinem Deck muss ich die weglegen. Ach ja, da habe ich ja auch eine Chance. Ich dachte jetzt... Ach so. Jetzt könntest du mich eigentlich angreifen, wenn ich jetzt nicht meine Zauberkarte aktivieren kann. Das hier? Das. Dann machen wir es so. Ach nein. Bitte lass mich meine Zauberkarte aktivieren. Ja, aktiviere. Kannst du gerne machen. Nee, kann ich nicht machen. Sei ein Scheiß. Ja, ich dachte, jetzt wird's aktiviert, schön beim Empfängermonster. Der Angriff ist auch immer so langsam. Man muss beenden. Ich beende meinen Zug. Da nutzt du deine 30% Chance gegen mich zu gewinnen. Ja, man muss sich auch gewinnen. Müssen wir eigentlich auch mal was zu essen machen. Wenn in 4 Stunden mache ich mich bereit für die Arbeit. Und bis dahin muss ich noch was gegessen haben. Bis dahin muss ich Essen fertig gemacht haben. Nee. Ja doch, ich habe heute eine 12-Stunden-Schicht. Ich bin froh, dass ich vom 2 Stunden! 12! Achso, jetzt habe ich verstanden. nee, das wäre himmlisch, wenn es 2 Stunden wären. So lange kannst du noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Mit mir trainieren. Da kannst du dann deine Arbeit dann angeben. Ja, genau, so sieht's aus. Komm, greif an, Schwächling. Mach mal, jetzt muss ich mal, damit ich das kapiere. Greif an. Also ich müsste jetzt ein normales Monster legen und das Synchro-Monster und dann kann ich... Du musst ein Empfängermonster legen. Achso, ein Empfängermonster. Empfänger muss dabei stehen. Und dann kann ich ein stärkeres Monster mir holen. Ja, also nur wenn dann noch ein Monster legt, das genug Sterne hat und das Monster dann zum Beispiel... Ach nee, nicht dieses hässliche Vieh. Das ist zum Beispiel dein... Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Ja. Ganz einfach. Ah. Oh. Okay.
Ich war nicht nett. Aber warum hast du jetzt den genommen? Weil ich keinen anderen wählen konnte. Okay. War ein bisschen Verschwendung, aber... alles klar. Naja, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mit so einem Deck spiele, also. Ja, und damit rasiert man direkt, siehst du? Man sieht's. Also ich glaube, ich müsste mir mal wirklich so ein Deck noch zusammenstellen oder sowas. Kommt immer drauf an, wer ist erste Empfängermonster. Leider Gottes, was ist du? Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche habe, also. Das müsste... Der steht dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich welche habe. Ach so, warte mal. Sag mal. Jetzt legt er gleich alles raus. Kennst du es noch? Was die letzte Runde zerstört hat? Du weißt es doch noch, komm. Du kannst mich mal am Arsch. 3300. Und ich weiß nicht mal, was ich hier in dem Deck für Karten habe. Oh, das ist gemein. Was? Nichts. Ach so. Ja. Warum auch nicht? Also. Ja, also. Wenn dann schon richtig, nicht wahr? Ja, auch gesagt. Hab doch gesagt. Du hast eine 30% Chance. Jetzt musst du mein Monster zerstören. Ja, nur noch 1000 AP dazu nehmen. Ja. Mindestens. Ach, ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt mit dem Deck nicht aus. Ja, musst dich auskennen. Setzen ist das Einzige, was du machen musst. Bei Empfängermonster hast du Glück, diesen okay, immer niedriges setzen. Level. Jetzt dein Monster im Verteidigungsmodus. Kannst auch ein normales Monster zerstören, dann ist es einfacher für mich. Oder ist es so, du verlierst 1000 Schadenspunkte. Ja, komm, Verteidigung. Ja, ich höre mal auf dich. Wir machen heute eine Lernstunde fast raus. Eine Lernstunde, in der ich hoffentlich gewinnen werde. Ja. Ah! Jetzt kommt die Karte, jetzt brauche ich es auch nicht. Lass mich raten, jetzt kam eine normale Karte, damit du dir irgendwas holen kannst. Oh nein. Ja! Nein. Oh, geil. Nein. Aber wenigstens habe ich die Karte. Das ist mir egal. Das geht schon klar. Na, dann hol ich sie wieder vom Friedhof nachher. Ben. Gott, bumm. Oh, drei Runden. Außer ich könnte die irgendwie zerstören. Drei fucking Runden muss ich jetzt warten. Ah! Yeah! Aber das gibt mir noch Schaden. Ey, du bist ein bisschen peinlich. Da muss er weinen. Wie ist das passiert? Durch dieses scheiß Ding-Monster. Das gibt mir nochmal selber den Schaden. Ja, okay, also. Okay, Leute, dann war's es heute schon. Okay. Ja. Also nicht auf mir sitzen. Gut, dann werden wir mal sehen, ob er das wirklich nicht auf sich hier sitzen lässt. Bis zum nächsten Mal, sagt Mansi, Abo da lassen und schaut immer wieder gerne vorbei. Ciao, ciao.